So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Blindford und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeigen wir die Montage von unserem Nissan Navara Projekt. Ihr habt gesehen, wie man das gezeichnet hat, wie man das modelliert hat, wie die Werkzeuge hergestellt worden sind, wie die Teile produziert sind. Wir haben die vom Lackierer bekommen. Ne? Jetzt montieren wir hier unsere Nissan Navara. Seid gespannt. Ich bin selber gespannt, wie das am Ende aussieht. Bei den ganzen habe ich das Auto noch nicht gesehen. Deswegen bin ich selber gespannt. Bis gleich, ciao. So, erstmal machen wir alle Kanten mit unseren Kleber. Sikaflex. Davor machen wir ein bisschen Primer drauf, dass das alles ja auch wirklich perfekt hält. Und dann geht es hier ab die Luzi. Mach mal Primer. Da liegt sie, ne? Ja. So, dann machen wir ein bisschen Primer rein. Man nimmt von dem Primer ganz wenig. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Sonst versaut man sich hier alles. Ne? Ja, ich habe jetzt keine Maske an. Aber die sind zurzeit ausverkauft. Das war nicht witzig. So, wo ist mein kleines Ding? Ja, hier. Oh, ich habe ein Gewicht gekriegt. So, tschick. Wenn man den Primer nicht benutzt, es kann passieren, dass sich der Kleber zum Beispiel von der Karosserie löst oder von einem Teil. Also das ist deswegen Primer ist A und O. Mhm. So, also viele Hersteller, die solche Verbreiterungen für verschiedene Pickup-Modelle bauen, ja, die nehmen so ein Gummi dazwischen, zwischen Karosserie und der Verbreiterung. Ich finde persönlich das nicht so schön, weil bei einem schwarzen Auto fällt das nicht auf, aber bei einem weißen, grün, gelben, roten hat man so eine schwarze Naht. Ich persönlich finde das nicht schön. Ja. Ist aber eine Geschmackssache. Deswegen haben wir die Teile so gebaut, dass die perfekt an die Karosserie anliegen und dass man sowas nicht braucht. Ist natürlich auch Kostenfaktor. Ja. Man braucht wirklich irgendwelche Gummidichtungen und so weiter. Die kann man sich sparen und der Spalt ist trotzdem perfekt, wenn man das perfekt produziert. Ja, und ich würde behaupten, dass wir das sehr gut ohne Gummi hinbekommen. Den Spoiler machen wir nur von unten hier. Also nur die Klebefläche machen wir jetzt natürlich mit Primer. Man muss aufpassen, wenn der Primer irgendwo am Lack kommt, da kriegt man nicht sauber. Man muss man wirklich neu abschleifen, neu lackieren. Wir haben hier, kann man vielleicht auf der Kamera sehen oder auch nicht, hier sind so zwei Löcher, haben wir eingebaut oder durchgebohrt. Die sind dafür da, bei Glasfaser ist das so, dass die geschlossenen Flächen irgendwann im Sommer sich auch ausdehnen können. Wenn man so Löcher hat, kann die Luft zirkulieren. Ja? Der Pole spricht wieder, weißt du? Ich bin echt gespannt, wie der am Ende aussehen wird. Wir haben jetzt 6, 8 Wochen, ne? Also bin ich gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich muss mich sehr konzentrieren. Ja, deswegen habt ihr so ein Gesicht. auf jeden Fall, wir haben auch eine, wie nennt man den? Pneumatische. Was heißt die so? Kartusch, eine pneumatische Kartuschenpistole. Haben wir auch. Recht. Aber mit der Hand, ich finde es besser. Ich habe schon versucht, nach links, nach rechts, nach links, die einzustellen, Ruhe, die einzustellen. Und irgendwie habe ich nicht so hinbekommen, wie ich das haben will. Ist halt manchmal so, ne? Gibt Leute, die machen es lieber mit der Hand. Oh. Kenn ich. Ich mache das auch nicht jeden Tag, ne? Also normalerweise den Einbau mache ich ja nicht. Deswegen, also ich mache nur quasi für das Video für euch. Ja, das erste Auto, aber das zweite, dritte, vierte mache ich das nicht. So, sieht's aus. Nicht anders. Ich habe so einen Stock mir besorgt. Hier. So. Jetzt müssen wir gucken. Was steht über?
Kann man so machen. So. Alles Unnötige aufsammeln, das hat nicht rüberquellt. Ja, ich merke gerade, das wird ein lustiges Video. Und der Bette sich jedes Mal verspricht hier. So, also, wir haben jetzt Sikaflex drauf gemacht. Sieht man? Drauf gemacht. Jetzt montieren wir das vorne. Wir haben uns schon die Klebebandstreifen vorbereitet, um das nachher zu fixieren an die Karosserie. Wie gesagt, wir machen das nicht mit so einem Saugknopf, haben wir auch, aber machen wir nicht, weil es kann sein, dass hier auf dem frischen Lack irgendwelche Abdrücke dann entstehen. Deswegen machen wir es nicht. Vielleicht kann der mit Norm helfen. So, jetzt haben wir das kleine Teil für vorne und im Prinzip die Form, die ergibt sich ja von alleine, mehr oder weniger. Ja. Wir haben das natürlich alles vorher schon sauber gemacht und tschack. Also wirklich sehr, sehr, sehr gute Passgenauigkeit. Kann man vielleicht sehr gut sehen oder auch nicht. Ich hoffe, das sieht man. Die passt wirklich sehr gut. Hast du mal Klebebänder für mich vielleicht? Assistent? So, damit er nicht nach unten rutscht, haben wir so fixiert. So. Hier ist alles wie original verschraubt an den Innenradkästen. Vielleicht können wir es danach, wenn wir fertig sind, zeigen. Schön, dass alles liegt. Guck mal, da kriegst du nicht mal Fingernagel zwischen. Nur das Klebeband hält nicht. Tico Taco. So, netter Mac. Ja. Immer. Die schlafen da hinten. Die sind ganz ruhig. Damit man mich gut hören kann. Wir haben den Haubenaufsatz hier draufgelegt, mit Norm vorhin zusammen, und haben wir uns quasi die Ecken hier angezeichnet, wie der Ding drankommt, ja, damit wir das gleich mit dem Sikaflex nicht hin und her verschieben. Da haben wir so Punkte gemacht. Let's go. Komm runter da, vom Dach. Das Ding wackelt etwas. Nein. Doch. Fett. Der ist zu fett. Was? Auf jeden Fall haben wir Punkte gemacht. Jetzt holen wir den Haubenaufsatz und machen wir dann. Dran! Sieger weg, immer Gewehr. Das machen wir so. So. Meine Punkte hier. So, ich bin perfekt. So, du bist perfekt? Ja, ich auch. Okay. Schön sanft, mit viel Gefühl. Perfekt. So. Mein Gott, passt das gut. Guck mal, nicht mal Rasierklinge kriegst du zwischen. Boah. Da, wenn wir was montieren, dann passt das. Richtig. Was war das? Jetzt montieren wir den Heck. Nein, das ist ein Dachspoiler eigentlich, nicht Heckspoiler. Und der kommt oben aufs Dach, neben der Schlussleuchte hier, die. Nein, das ist der Bremsleuchter oder das ist der Nebelschlussleuchter? Dritte Bremsleuchter, ne? Bremsleuchter. Mhm. Machen wir dran. Aber dazu brauche ich eine Norm gleich, deswegen darfst du nicht zu viel filmen. Komm mit. So. Verjuckt. Thank you.
So. Tschack. Machen wir richtig dran. Ja, auf jeden Fall hier muss man auf den Ecken quasi Fingernägel zwischendurch und gucken, ob der Spalt quasi gleich ist. Ja? Auch hier. Ja? Sieht sehr gut, auch hier. Da darf kein Spalt sein. Ne? Also wirklich, man muss mit den Fingernägeln quasi schon dazwischen kommen. Vorsichtig, das Auto zu kratzen oder Spoiler. So, jetzt machen wir einen Spoiler dran. Guck mal. Die Vierecke, wie auf dem Projekt. Gut, das habt ihr auch gesehen, wo wir Modellbau gemacht haben. So sieht's aus. Jetzt, Norm, musst du mir helfen bei der Montage. Ausnahmsweise. Normalerweise nicht, aber heute hilfst du. Erstmal hier, wichtig in der Mitte. Achso. Mhm. Passt, ne? Dann passen die Schrauben? Ja, alle drin. Ja? Natürlich. So, sieht schon mal gut aus. Die haben so einen tollen Boden vom Performance Floor, dass man sich sogar hinsetzen kann. Und es ist nicht kalt. Ne? Aber ein richtig cooler Boden. Ich bin echt froh, dass wir das Geld investiert haben in den Boden. Weil es sieht immer krass sauber aus. Bei uns war schon immer sauber, aber nicht so. Jetzt machen wir die ganzen Klebebänder ab. Und jetzt ist er getrocknet. Das trocknet ungefähr 4 Stunden, ist das, ich sag mal, bis getrocknet. Nach 24 Stunden erst dann richtig trocken. Aber das ist schon quasi der Kleber, also Sika, und quasi zwischen dem Teil und der Karosserie schon trocken ist, kann man es abmachen. Ne? So sieht es aus. Schön vorsichtig, wenn man das Auto foliert hat mit Aufklebern, das kennt jeder. Es kann sein, dass man auch die Folie wieder abreißt. Wir haben noch eine Kooperation mit dem Autohaus Brömmler. Eigentlich machen die meistens sehr viel GTR, oder das ist, glaube ich, Europas größter GTR-Händler. Und wir haben auch so einen Nissan von ihm bekommen. Also von dem Autohaus. Und bauen den um und dürfen damit fahren und Werbung machen. Also finde ich eine ganz gute Kooperation. Beide Parteien, weil mit so einem Nissan natürlich hat man mehr Blicke oder mehr Kundschaft als mit einem serienmäßigen Nissan. So sieht's aus. Ne? Schon mal gut. Bei dem Frontspoiler kommen noch die Ecken, aber das kennt ihr von anderen Videos, kommen noch die Ecken hier dran. Ne? Also sie kommen hier dran. Also zuerst muss man den Spoiler montieren, ja, also Verbreiterung, dann Spoiler und danach kommen die Ecken. Nicht anders, weil wenn man das andersherum umbaut, dann passt das nachher nicht. Ne? Also manchmal ist das so, bei den Bodykits muss man schon wissen, was wird zuerst umgebaut, sonst kann es sein, dass das nachher nicht passt. Bei Widebodies allgemein ist das so, bei dem Wagen nicht, aber bei Autos, wo die Frontkotflügel eingebaut werden, Seitenschweller und Heckteile, ne? Mit Stoßstange. Es kann sein, wenn man zum Beispiel hinten anfängt, ja? Heckstange einbaut, die Seitenteile, Schweller, Frontkonflügel und die Stoßstange. Nachher passt die Stoßstange vorne nicht. Ja? Die ist um 1 cm zu weit, zu breit oder was auch immer. Da muss man wieder zurückgehen. Ja? So ein bisschen hin und her alles bewegen, dass alles passt. Ja? Weil nicht jedes Auto ist gleich. Ja? Wenn man sich die Autos anguckt, die meisten Kunden gucken sich einfach das Auto nicht vorher an, Spaltmasse etc., sondern erst nach dem Umbau. Also ich könnte also wirklich... Kleiner Helfer. Das ist unser Helfer, ja. Guck hier, mach hier, Baby, komm her. Siehst du, ihr habt Spaß in der Firma hier. Also ich könnte wirklich bei fast jedem Wagen die Spaltmasse korrigieren. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Schlaumeier hier und ich kann alles besser, aber manchmal sage ich, wenn die Industrie das nicht so perfekt hinbekommt, ja,
mit Milliarden auf dem Konto. Wie soll das eine kleine Belzec hier schaffen? Wir machen schon gute Teile, aber... Aber ich sag immer, das ist immer noch Zubehör, immer noch Tuning, ja? Muss man immer wirklich, das darf man nie vergessen.